Abbau von wertvollen Rohstoffen und Transportwege rund um den Globus. Elektrogeräte haben bereits einen gewissen CO2-Fußabdruck, bevor wir sie überhaupt erst kaufen können. Und dann lebt das Gerät vielleicht nur ein paar Jahre, bevor es entweder kaputt oder veraltet ist und wir es wegwerfen. Elektroaltgeräte sind ein immer größer werdendes Problem. Wir kaufen immer mehr und werfen sie immer eher weg. Innerhalb der letzten 5 Jahre hat sich die Menge der jährlich weggeworfenen Elektrogeräte weltweit um 21% auf 53,6 Millionen Tonnen erhöht. Und auch die Umweltbilanz der Produktion könnte noch verbessert werden. Ich denke, da muss etwas passieren. Und es gibt tatsächlich schon vielversprechende Ideen. In diesem Video hier zeigen wir euch, wie Elektronik nachhaltiger werden kann und was ihr selbst dazu beitragen könnt. Rohstoffknappheit auf der einen Seite und zu viel Müll auf der anderen Seite. Das könnte doch zusammenpassen, oder? Das sagt vor allem das Modell der Kreislaufwirtschaft oder auch Cradle to Cradle genannt. Die Idee dahinter ist, dass das Wort Abfall gleichbedeutend mit Rohstoff wird. Damit ist allerdings nicht das Recycling gemeint, das wir derzeit betreiben, denn hier gibt es noch einige Probleme. Offiziell liegt die Recyclingquote in Deutschland für 2018 bei 85,6% der eingesammelten Elektrogeräte. Doch so einfach lässt sich das nicht mit einer Zahl beschreiben. Denn überhaupt gesammelt wurden in dem Jahr nur schätzungsweise 43% der Geräte, die in den vergangenen 3 Jahren zuvor verkauft wurden. Okay, etwas kompliziert, kurz zur Erklärung. Anhand der 3 vergangenen Jahre wird immer berechnet, wie viele Geräte in einem Jahr wahrscheinlich insgesamt weggeworfen worden sein müssten. Für Geräte, die weniger oder länger als 3 Jahre gebraucht werden, sorgt das natürlich für etwas schiefe Zahlen. Mit diesen 43% eingesammelter Elektrogeräte hat Deutschland 2018 sogar die EU-Sammelquote von 45% verfehlt. Das relativiert bereits diese 85,6% Recyclingquote. Ihr seht, wir haben hier eine große Stellschraube in unseren Händen. Es ist allerdings nicht die einzige. Und es wird noch ein bisschen komplizierter, denn nicht jeder recycelte Rohstoff ist gleichwertig. Die Recyclingmenge wird in Gewicht gemessen. Eisen, Stahl, Kupfer, Aluminium und Edelmetalle, alles schwere Stoffe, die können relativ leicht zurückgewonnen werden und machen einen großen Teil der recycelten Menge aus. Metalle der seltenen Erden, Tantal, Gallium und Indium hingegen haben, zumindest global, eine Recyclingrate von unter 1%. Dabei wäre ihre Rückgewinnung sehr wichtig. Wie sehr Recycling also die Rohstoffreserven dieser Erde entlastet, ist nicht für jeden Stoff gleich und lässt sich ebenfalls nicht mit einer einzigen Zahl angeben. Aber gut, es hilft nicht, jetzt mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden zu zeigen, denn es ist ein Problem mit vielen Beteiligten. Da ist zum einen die Menge der alten Geräte insgesamt. Wenn wir Verbraucher weniger kaufen und die Geräte länger nutzen würden, dann müsste auch weniger recycelt werden. Dann sind da die Rücknahmestellen, bei denen 2018 nur 43% der mutmaßlich weggeworfenen Geräte ankamen. Die Händler müssen da mehr Möglichkeiten anbieten, Elektroaltgeräte zurückzunehmen, sagen die einen. Der Bundestag hat dafür gerade ein Gesetz überarbeitet und beschlossen. Andere argumentieren, die Verbraucher müssen aktiver dafür sorgen, dass die Geräte korrekt entsorgt werden und sie nicht einfach in den Restmüll werfen. Und zu guter Letzt ist da das Recycling selber. Denn es ist derzeit noch teuer, die einzelnen Rohstoffe, wie zum Beispiel die seltenen Erden, wieder zurückzugewinnen. Zumindest teurer, als den Rohstoff einfach neu abzubauen. Hier haben wir also noch mehr Mitverantwortliche, die Recyclingunternehmen und die Konstrukteure der Geräte. Wenn wir also aus unserem Müll wieder Rohstoffe machen wollen, müssen wir schon beim Design eines neuen Produkts zusätzlich zur Energieeffizienz und Haltbarkeit darüber nachdenken, wie man es am Ende wieder auseinandernehmen kann. Und zwar möglichst verlustfrei, das ist wichtig. Im Idealfall werden Geräte so gebaut, dass die Rohstoffe ohne große Kosten wieder voneinander getrennt werden können. Die deutsche Regierung und die EU versuchen bereits, die verschiedenen Probleme mit Gesetzen zu beheben. Die Cradle-to-Cradle-Idee geht häufig noch einen Schritt weiter. Aus alten Druckerpatronen kann man zum Beispiel Straßenbelag machen. Viele T-Shirts sind kompostierbar und Edelmetalle aus unseren Elektrogeräten können ohne weiteres zu neuen Elektrogeräten verarbeitet werden. Eine Art Reinkarnation für Gegenstände und ihre Bestandteile also. Die gesamten Verarbeitungsprozesse im Cradle-to-Cradle-Kreislauf sollen mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und Materialien, die sich nicht unendlich häufig wiederverwerten lassen, werden gar nicht erst eingesetzt. Das ist die Idee. Damit das jedoch funktioniert, brauchen wir Innovation und Forschung und die entsprechende Nachfrage. Und daran mangelt es noch. Ein großer Elektronikhersteller hat beispielsweise seinen Cradle-to-Cradle-Fernseher wieder vom Markt genommen. Er war zu teuer und wurde kaum gekauft.
Doch wenn Rohstoffe immer seltener und teurer werden, dann könnten Produkte aus recycelten Rohstoffen im Vergleich irgendwann günstiger werden. Und bei diesen Cradle-to-Cradle-Gegenständen bekommen wir außerdem für den höheren Preis noch etwas gratis, nämlich ein gutes Gewissen. Denn wenn wir keine neuen Ressourcen mehr nutzen und keinen Abfall mehr produzieren, hat unser Konsum kaum negativen Einfluss auf die Umwelt. Gut, dafür müsste dann auch die Energieversorgung nachhaltig sein und klimaneutral sein und auch der Transport, aber an all diesen Dingen arbeiten wir ja gerade. Okay, das klingt ja erstmal alles ganz super, aber wie setzen wir das genau um? Ein Puzzleteil, um dieses System zu nutzen, ist Wissen. Wir müssten ganz genau wissen, was wo verbraucht wird und was wo drin ist. Doch die Praxis hat gezeigt, es mangelt an Informationen. Denn die Produktionsketten von vielen Produkten sind mittlerweile extrem komplex und spannen sich über den ganzen Globus. Da ist es schwer, noch den Überblick zu behalten. Unter welchen Umständen sind welche Ressourcen wofür verbraucht worden? Zwei neue Konzepte könnten da aber Abhilfe schaffen. Und das nicht nur in der Elektroindustrie. Das eine Konzept ist Traceability. Das kann man sich quasi so vorstellen wie Big Brother für Gegenstände. Sie werden nämlich auf jedem ihrer Schritte von den Bauteilen bis hin zum Verkauf überwacht. Die Einzelteile bekommen dafür eine eigene Kennung, zum Beispiel über einen RFID-Chip. Stattet man alle Türen und Maschinen in einer Fabrikhalle mit Scannern aus, dann weiß man immer ganz genau, wo sich gerade welches Teil befindet. Und auch im großen Stil kann man so zum Beispiel Schiffscontainer mühelos ein- und auschecken. Oder eben rückverfolgen, wo mein Handy zwischen dem Rohstoffabbau und dem Geschäft überall war und somit auch unter welchen Bedingungen es wahrscheinlich gefertigt wurde. In manchen Industriezweigen findet das bereits Anwendung, aber es ist leider noch kein flächendeckender Standard. Ein verwandtes Konzept nennt sich digitales Abbild. Das ist im Prinzip der exakt gleiche Gegenstand, den wir kaufen können, nur digital. Das Abbild bewegt sich gleich, reagiert gleich auf simulierte Umwelteinflüsse, lässt sich gleich zusammen und wieder auseinanderbauen und altert gleich. Der Vorteil, dabei verbraucht es, wenn die Infrastruktur einmal geschaffen wurde, nur Strom für die Rechenleistung und sonst keine Ressourcen. Komplett neue Erfindungen können so erstmal getestet, mit den Zulieferern abgestimmt und optimiert werden, noch bevor das erste reale Produkt Rohstoffe verbraucht. Sogar der Herstellungsprozess lässt sich virtuell planen und erproben. Die digitale Version des Produkts erkennt außerdem frühzeitig, wann ihr reales Abbild gewartet werden muss. Unternehmen können so Zeit und Ressourcen sparen. Und die Informationen digitaler Abbilder können hilfreiche Erkenntnisse für die weitere Nutzung, Demontage oder auch das Recycling ihrer realen Abbilder liefern. Viele Unternehmen müssten dafür erst einmal ihre Datenbanken zusammenführen oder wichtige Informationen überhaupt erstmal digitalisieren und das passiert nicht mal eben über Nacht. Apropos Langlebigkeit und Reparierbarkeit. Über eine Sache müssen wir noch reden. Sie heißt geplante oder auch funktionale Obsoleszenz. Und bezeichnet quasi ein Verfallsdatum für Elektrogeräte. Wie häufig habt ihr zum Beispiel schon ein Handy ausgetauscht, weil die Updates das System langsamer gemacht haben? Oder überhaupt keine Sicherheitsupdates mehr kamen? Wie häufig habt ihr schon einen neuen Laptop gekauft, weil der Akku keine 2 Stunden mehr durchhielt, obwohl alles andere noch funktionierte? Und der Akku ließe sich nur teuer in einer Werkstatt oder gar nicht austauschen. Das kommt euch bekannt vor? Was, wenn ich euch sagen würde, dass die Hersteller solche Schwachstellen mit Absicht einbauen? Der bekannteste Fall von geplanter Obsoleszenz ist das sogenannte Phoebus-Kartell. In den 1920er Jahren einigten sich Glühbirnenhersteller darauf, die Lebensdauer ihrer Glühbirnen mit Absicht zu verkürzen, damit schneller neue gekauft werden müssen. Die Datenlage dazu, ob das heute wirklich gemacht wird, ist allerdings sehr dünn. Eine Studie der Uni Bonn im Auftrag des Umweltbundesamtes konnte jedoch keine Belege dafür finden, dass geplante Obsoleszenz im großen Stil vorkommt. Was Hersteller laut der Studie aber durchaus mit einbeziehen, ist die geplante Nutzungsdauer des Kunden. Ist doch irgendwie logisch. Wenn eh alle nach 2 oder spätestens 3 Jahren ein neues Smartphone haben wollen, dann braucht der Hersteller ja keine teuren Materialien aufwenden, um das Handy 10 oder 20 Jahre lang leben zu lassen. Nur nachhaltig ist das nicht. Die Studie fordert, dass Hersteller ihre Kunden mit besseren Reparaturservices und langlebigerer Software unterstützen, damit sie die Geräte länger nutzen können. Zusätzlich gibt es eine Debatte darüber, ob ihr als Verbraucher oder die Hersteller dafür verantwortlich sind, dass ihr mit eurem Speicher und Akku viele Jahre auskommt und das Gerät nicht wegwerft. Doch die gute Nachricht ist folgende. Darauf können wir, wenigstens ein bisschen, Einfluss nehmen, indem wir unsere Geräte länger behalten. Wenn wir zum Beispiel Geräte kaufen, bei denen wir selbst den Akku austauschen oder den Speicherplatz erweitern können, dann können wir das Gerät deutlich länger komfortabel nutzen und es hat somit eine bessere Nachhaltigkeitsbilanz. Und auch sonst können wir uns hinterfragen, muss es wirklich jetzt schon der neue Laptop sein oder der billigste Mixer? Denn für einen Apfel und ein Ei wird der nicht lange halten. Wer billig kauft, der kauft doppelt.
Eine der wichtigsten Lösungen für das wachsende Problem mit Elektroaltgeräten ist also, weniger Geräte zu kaufen und die wenigen, die wir haben, auch länger zu nutzen und wenn möglich zu reparieren. Und wenn sie dann wirklich nicht mehr zu gebrauchen sind, sollten wir sie ordnungsgemäß bei einer der Sammelstellen entsorgen, sonst könnten sie nicht recycelt werden. Ich habe euch mal unten eine Website mit Infos dazu verlinkt. Und auch die Industrie, von der Herstellung bis zu den Recyclingunternehmen, könnte viel verändern, um die Ressourcen unserer Erde zu schonen. Die Digitalisierung kann uns hier sehr helfen. Was aber auch helfen könnte, wäre ein Umdenken. Geschlossene Kreisläufe wie beim Cradle-to-Cradle-Ansatz könnten unseren gesamten Konsum verändern, nicht nur die Elektroindustrie. Doch bis dahin haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Manche ForscherInnen erklären die Stagnation bei den Recycling-Innovationen in Deutschland damit, dass Vernichten und Neuproduzieren häufig noch günstiger ist als Recyceln. Welche Rolle spielen für euch Langlebigkeit und Nachhaltigkeit, wenn ihr neue Elektrogeräte kauft? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt und lasst uns gerne darüber diskutieren. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, euer Cedric.